Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Elden Ring. In der letzten Folge haben wir uns oben in Noxtella durchgekämpft und jetzt gehen wir eben unten längs. Schauen, was da so gibt. Erstmal müssen wir noch mal kurz rasten, denn ich habe ja noch genug Punkte, um meinen Stufenaufstieg zu machen. 49.000 haben wir brauchen eigentlich gar nicht so viel, aber da können wir unsere Stärke erhöhen. Hier auch. Ja, machen wir das. Definitiv. Und wir können, glaube ich, auch noch Flaschenaufladung hinzupacken. Haben wir gemacht. Und die Flaschen noch verstärken. Eine Heiligentränen erhöhen. Yes. Aber wir haben keine... Okay, jetzt Verteilung. Lassen wir mal so machen. Weil wir theoretisch zwischendurch immer mal ein bisschen Mana brauchen. So. Kriegsasche. Da wollte ich mal gucken, ob ich auf diesem Bogen nicht eine andere Kriegsasche machen kann. Mächtiger Schuss. Wir machen mal ab. Was mit drauf? Sturmball. Kriegsasche, Bodenschlag, Blutkonschritt, Sturmangriff, Eiserner Wille, Schimmersteinkiesel, flammender Schlag, blutiger Schnitt. Ja, aber das wollte ich gar nicht machen, das ist eigentlich total Schnuppe. Das nur mal nebenbei. Wir haben große Rune. Wir haben so ein paar Sachen bekommen. Bevor wir hier weitergehen, reisen wir noch mal kurz hier zur Runde. Ich weiß nicht, ich will mal sehen, ob wir irgendwas machen können, die ganzen Sachen, die wir gefunden haben. Und dann nehme ich euch gerne mit, damit ihr auch seht und immer den Fortschritt seht, wie ich was mache. Es kann vielleicht zwischendurch mal sehr langweilig sein, gebe ich zu, aber es muss ja passieren. Deswegen gehen wir mal hier hin und gucken mal, ob ich hier irgendwas habe, was ich nutzen kann. Greetings. Are you here for spirit tuning? Wir brauchen Gräberteillinie 6, um hier weiterzukommen. Aber ich glaube, wir brauchen irgendwann noch Geisterteillinie. Bloß wo kriegen wir denn die Gräberteillinie 6 her? Da brauchen wir, wie viel brauchen wir denn davon? Eine. Müssen wir gucken, ob wir die irgendwo finden. Auf jeden Fall beim nächsten Mal. Oh, guck mal hier, da brauchen wir die Geisterteillinie. Die haben wir. Machen wir mal. Da haben wir ganz viele davon sogar. Weiter können wir nicht machen, weil wir uns fehlt eigentlich nur Geld. Aber das kriegen wir, glaube ich, hier bei ihm. Dunkelschmiedestand 1, wir können sogar das Ding erhöhen hier. Den nicht, aber das könnten wir erhöhen. Was ich auch gerne machen würde. Aber dafür brauchen wir auch Kohle. Lass uns die Kohle erstmal sammeln, bevor wir da irgendwas machen können. Genau. Gut, achso, wir müssen aber... Das können wir hier auch ausrüsten. Wir müssen hier auf jeden Fall den anderen noch mit reintun. Diese hier. Weiß nicht, wie gut die sind, aber lass uns die mal ruhig mitnehmen. Gegen die haben wir selber ja auch immer Probleme. Wer weiß, ob die anderen nicht auch Probleme gegen die haben. So, und dann wieder zurück. Zum Brunnen. Wo war das hier oben, ne? Da, Wasserfallbecken. Da, gut. Gut. Müssen wir mal schauen, ob wir was wir da jetzt machen können. Brauchen wir ein bisschen Kohle wieder, damit wir das andere erhöhen können. Wir gehen jetzt mal hier rum und schauen uns das alles an. Bevor wir hier wüst durch die Gegend laufen. Gucken, ob hier irgendwas liegt. Anscheinend nichts. Das kostet mit dem Altar gehen. Ich wollte mal einmal was nachschauen. Mond von Stella erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Ah, okay. Wahrscheinlich für den Magier interessant, für uns nicht so.
So. Hier war nichts. Dieser Seite. Auch nichts. Also können wir nur hier geradeaus durch. Ach, das sieht doch schon hier so unheimlich aus. Na gut. Kommt mir bekannt vor. Gut umschauen. Ah, kommt mir bekannt vor. Okay. Die strömen irgendwas aus, was nicht so cool ist. Oh, da müssen wir schon aufpassen jetzt. Heißt es da oben, warum? Eklig, die Viecher. Aber naja. Schmiedestein 4. Schmiedestein 5. Freund. Vorsicht vor Befleckter. Vorsicht vor starker Feind. Okay, kann ich meine Hunde holen? Nee, aber eher unheilvoller Schatten. Unheilvolle Schatten. Okay. Die sieht mir schon fies aus. Markerpfeile? Hier mag er nicht. Oh Shadow, thou art the last. Tell the two fingers that Rani the Witch cometh. Drench thy flesh with a fateful wound, ne'er to heal. Mist, ey. Können wir den hier locken? Ein bisschen. Ach, scheiße, ich muss wirklich gegen kämpfen, richtig, ne? Ein riesen Schwert. Damit wird er mich platt machen. Oh. Okay. Nein! Okay. Okay, das ist ein bisschen. Den müssen wir glaube ich, im Kampf besiegen, wie immer. Aber müssen wir, glaube ich, nochmal rein. Ich glaube, der war nicht so schwierig. Der ist nur einfach ein bisschen kraftvoll, wenn er zuschlägt. Aber ich glaube, wenn man gut ausweicht, dann kann man den platt machen. So, ich habe den Typen jetzt wirklich schon 3-4 Mal versucht zu besiegen. Und das klappt gar nicht so gut. Die Frage, ob wir ihn überhaupt besiegen müssen oder wenn wir ihn vorbeirennen können. Ich weiß auch nicht, ob wir da. Aber ich meine, der sieht natürlich schon so gefährlich aus, aber man kann ja auch da hinten reinlaufen. Ich kann mal hier hin. Hier ist da hinten ja irgendwas drin, was wir machen können. Oder können wir da noch nicht rein? Doch. Guck mal, da können wir auch rein. Naja, vielleicht können wir hier ein bisschen besser kämpfen. Vielleicht können wir ihn verkanten irgendwo. Was ist das denn hier? Guck mal, ich habe einen Fahrstuhl. Ich brauche den gar nicht besiegen. Kann ich auch hier runtergehen. Das geht natürlich auch. Problem ist bloß, wir wollen den ja besiegen, ne? Aber hier ist schon mal ein vollendes See. Doch, wir müssen den, glaube ich, besiegen. Also ich will den auch besiegen. Das Problem ist, dass das ist mein
Ach, das ist mein Ding. Ich möchte ihn einfach gern besiegen, weil er mich einfach nervt. Deswegen gucken wir mal, ob wir ihn killen können. Den Spackos. Da ist er. Ich kann mir auch einen Attack von hinten machen. Kann ja auch sein. Okay, können wir nicht! Hilfe! Ich renne hier rein. Komm noch hinterher. Vielleicht kann ich ihn hier. Ah, guck mal, hier kommt er gar nicht hin. Doch. Oh. Oh, Scheiße. Er kommt. Kann ich abschießen? Mist. Komm her, du Waffe. Können wir die bestimmt mit Magie machen? Ah, das magst du nicht, ne? Mist, ich dachte, ich könnte mit Magie killen. Er ist bestimmt erst ein kleiner Feigling. Oder ich bin ein Feigling, komm, wir waren, wie man sieht, ne? Hier drin ist natürlich eine Falle, aber er bleibt da stehen, ne? Er kommt nicht dichter. Ah, guck mal. Heilt er sich. Okay, da hat er hart getroffen. Oh. Oh. Okay. Aber hier drin kann ich besser kämpfen gegen ihn als draußen, ist mir aufgefallen. Das heißt, wir können ihn ja nochmal hier reinlocken und dann versuchen wir. Versuchen wir das nochmal hier drin, ne? So, ich versuche es nochmal.
Okay. Eingefroren. Warum er immer so von so weit und so schnell trifft? Okay. Wir könnten es schaffen diesmal. Na Gott sei Dank. Wunderschön gekämpft, ja, wie ein Schisser. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blythe. And EG. I love them. Weggeworfener Palastschlüssel. Okay, also Leute, es hat echt lang gedauert und es hat, also ich habe wirklich, nur dass ihr es wisst, das ist jetzt, ich habe es ein bisschen geschnitten, aber ich habe für diesen Typen hier bestimmt 20 Anläufe gebraucht, weil ich den einfach per Kämpfen nicht besiegen konnte. Ja, jetzt haben wir einen weggeworfenen Palastschlüssel. Wofür den brauchen, weiß ich noch nicht. Aber das ist mir auch egal. Wir werden jetzt erstmal runtergehen zu unserem Licht und gucken, wo es weitergeht. So. Puha. Das können wir nicht. Flaschen. Wir können die Flaschen mal wieder umverteilen. Wieder so, ne? Gut. So, da gucken wir uns doch. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir gucken beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.